glaube, der Goldene Oktober hat jetzt auch so langsam mitbekommen, dass er rauskommen darf. Ich weiß nicht, vor wem der sich versteckt hat. Aber draußen ist es tatsächlich angeblich genauso warm wie hier drin. Allerdings wird bei Windhof ja ein Standort als Referenz angenommen, der um einiges weiter weg ist als die tatsächlichen Temperaturen. Aber hier drin sind es 18 Grad, draußen sind 18 Grad angeblich. Es passt. Die Ash. Ja, über diese 30.000 Punkte komme ich jetzt nicht so wahnsinnig weit rüber weg hinaus. Achso, ja. Ich habe noch die ganzen Briefe, habe ich ja noch hier reingestopft. Das wird auch jetzt ein Weilchen dauern, bis ich die jetzt auch wieder gelüftet habe, weil ich möchte jetzt erstmal noch Fossile hier greifen und dann lasse ich meine Briefkasten einfach blinken und die Nachbarschaft nerven. Oh, warte, sag nichts. Bist du Claudi? Ich meine, das ist dein Name, oder nicht, Schätzchen? Selbstverständlich, habe ich ihn nicht vergessen, du Kindskopf. Ich habe mich ungefähr 8 Millionen Mal mit dir unterhalten, Schätzchen. Ha! Hey, wolltest du irgendwas? Kann ich helfen? Oh, ist kein Gestar gefallen. Aber vielleicht kannst du mir einen Tipp geben. Ich bin zum Ausflippen gelangt. Gegen einen Ball treten. Hey, genau, das ist eine tolle Art, den Stress abzubauen. Das habe ich früher gerne gemacht. Wir haben einen ziemlich kleinen Hof, aber mit einem Tennisball gegen die eine Hausmauer zu... Ja, kicken kann man da nicht wirklich von reden, weil man muss schon sehr vorsichtig sein. Wie gesagt, der Hof ist sehr, sehr klein. Ansonsten hätte man dann ruckzuck sich selber ausgenockt. Aber das hat schon sehr Freude gemacht. Oder bei einem Bekannten habe ich mal auf einer Tischtennisplatte, die abgeklappt war, zum L abgeklappt, konnte dann man sich sozusagen auch ein bisschen selbst trainieren, indem man gegen sich selbst kämpfte. Gegen sich selbst spielte. Das war eigentlich auch ganz, ganz schön. Allerdings habe ich unheimlich viele Spiele, die ich als Einzelkind halt immer auch gespielt habe. Ne? Also von wegen mit sich selbst einen Ball spielen, das war jetzt nicht so ein Problem. Das Geschalle und die dreckige Wand, das war eher was, was halt ein bisschen Ärger nach sich zog. Aber so gegen den Ball treten, das ist gar nicht mal so, ja, das ist gar nicht mal so übel, so ein Vorschlag. Ich wüsste jetzt halt nur nicht wo, ne? Als erwachsenes, großes Kind hier irgendwo, hätte ich jetzt ein Problem. Als Kind kannst du wenigstens so tun, oh, das hab ich nicht gewusst, dass ich hier nicht spielen darf. Nein, ich möchte nichts. Ich sage es dir zum letzten Mal. Du garstiges Wesen. Geh weg, Herzblatt. Oh, warte. Du bist es bloß. Ich dachte, es wäre wieder einer dieser Komiker, die Taschentücher verkaufen. Herzblatt. Also dann, Herzblatt. Was für dich her? Reden wir? Ich sollte wirklich mal konsequent sein. Also, das Holländische kriege ich nicht hin. Der Jacques ist ja nicht mehr da. Also machen wir aus ihm einen Franzosen. Irgendjemand hat hier in letzter Zeit jede Menge Bäume gefällt, Herzblatt. Unser Wald ist damit ziemlich öde, um ganz ehrlich zu sein. Sag mal, pflanzt du auch ein paar Bäume, Herzblatt? Nö. Ich hab die Axt dabei, aber nö. Irgendwie nö. Sollte mal, ne? Wollte auch. Und schwere Schritte. Immer daheim? Nee, ist nicht da. Ah ja, da bin ich schon. Nun, weil ich nicht mein Name Claudi, du meine Güte. VW, mein ich, wahr? Sieht zumindest so aus, weil du. Sag mal, was ist denn das für ein Käfer? Das ist doch kein 7-Punkt. Ist doch kein Marienkäfer. Was? Der ist ja schwarz. Ich hab letztens schon gedacht, irgendwas stimmt mit dem nicht. Hat dir sich schwarz geärgert, oder was? Hast du keinen Job, Waldo? Du solltest wirklich einen haben. Hey, warum springst du überhaupt mit mir, Waldo? Ein bisschen labern. Du solltest eigentlich meine Wächter behalten, aber das... Achso, nicht ich.
Also ich möchte eigentlich meine Wäsche waschen, aber das Wetter ist so herrlich. Niemand möchte an einem so schönen Tag drin bleiben und Wäsche waschen. Ja, aber dann wird die besser trocken draußen, weil wenn es regnet, ist es doof. Ich habe meine Wäsche, habe ich 3 Tage lang, habe ich aus Protest hängen lassen, aber als geschifft hat, wie blöd, entgegen dem Wetterbericht. Und irgendwann dachte ich, ja, sei es drum. Und gestern habe ich dann die Wäsche doch grummeligerweise abgehangen und habe sie in die Dusche gehängt, weil unten im Keller alles schon voll war. Und heute ist schönes Wetter. Also es war überhaupt nicht verarscht oder so. Ganz und gar nicht. So. Ach, das ist ein Marienkäfer. Hat der kleine süße Pünktchen. Wer... Tatsächlich. Wieso hab ich den nicht auf meiner Liste? Ach, ich hab den bestimmt mit dem 7-Punkt verwechselt, oder? Dass ich... Nee. Ich hab doch extra nach dem Bild geguckt. Meine Güte. Das ist die Prachtlibelle, nicht die Tigerlibelle. Prachtlibelle heißt das Vieh. Da sind einige, die im August aufkreuzen und vor allen Dingen nicht an Palmen. Das mit den Palmen kam erst später mit den Käfern. Die fetten, teuren Käfer. Hey, Karawan. So, wie ist denn das? Hier wohnt oben keiner mehr. Ja, am besten, ich klapper jetzt alle ab. Und falls irgendjemand noch was will... wer war denn das eigentlich, der Marius irgendwas... Ach, Gaston. Der hat sich jetzt gar nicht beschwert. Ja gut, ich habe ihn ja nicht nach Arbeit gefragt, von daher passt das schon. Ja, guck mal da, die Franka. Claudi, du machst immer einen sehr beschäftigten Eindruck, Kätzchen. Du kannst dich immer nur ranklatschen. Du musst das Leben mehr genießen, wirklich. Ey, du genießt das Leben bereits, sagst du? Nun, ich will stark hoffen. Komm mir doch gleich mal zusammen. Was kann ich für dich tun? Ich habe Langeweile. Ich habe mir überlegt, ich sollte hier in der Stadt einen Club für die Sportart Bowling eröffnen. Das wäre lustig. Ich würde dich sogar beitreten lassen, da ich weiß, dass du das möchtest. Also gekegelt habe ich. Bowling weiß ich nicht, ob ich mit meinen Wurschtfingern mir das antun möchte, dass dann die Kugel dran hängen bleibt oder so. Aber wäre vielleicht ganz lustig. Mein Schiefvater hat das gerne mit meinem Bruder gemacht. Das war so Männer-Bonding-Zeit. Bis es dann auf einmal unfassbar teuer wurde. Also nicht so ein bisschen teurer, sondern die haben da richtig fetten Aufschlag gegeben. Ich glaube, es war Disco-Abend oder irgend so ein Mist, wo es dann auf einmal so 10 Euro teurer war. Hat er dann gesagt, nee, danke. Unfassbar. Ich dachte, du findest das gar nicht so interessant. Doch, doch. Bowling ist cool. Bowling ist ein Mannschaftssport. Je mehr Leute, desto besser. Ich hab's nicht ernst gemeint. Reg dich also nicht auf, okay? Es war doch nur ein Witz. Okay, was für ein Fiasko. Muss mich denn so ernst nehmen? Du bist wirklich seltsam. Bitte was? Ich habe es gewagt, dich beim Wort zu nehmen. Ja, ich bin sehr schräg, ich weiß. Mit? Jemand sagt was und ich glaube, dass der das ernst meint, ist jetzt nicht unbedingt ein Fehler meinerseits. Das ist, ne? Also... Gut, wenn ich jetzt es als gegeben erachte und ich würde es jedem erzählen, dass hier demnächst und so, das wäre halt blöd. Aber in unserem kleinen Dunstkreis war das doch jetzt in Ordnung, dass ich dir das geglaubt habe. Ah, konnichiwa. Nicht schlecht, was? Ich habe vor kurzem Japanisch gelernt. Cool, oder? Schau dir, wenn du mal mit mir lernen möchtest, gib einfach Bescheid, okay? Was ist los? Sprich mit mir. Claudi, möchtest du was Kostbares und Seltenes aus meiner privaten Sammlung besitzen?
Ich garantiere dir, dass du so etwas nie im Laden finden wirst. Das ist eine Sonderanfertigung. Eine Falle. Bevor ich es dir zeige, will ich aber wissen, ob du ernsthaft interessiert bist. Ich sehe, du... Ja, ich glaube, du hast nicht. Das sollte reichen. Was meinst du? Nee. Du willst es nicht? Nun, es ist wohl so, dass du nicht 25.000 Sternis bezahlen möchtest, ohne zu wissen, was du bekommst. Ich bin jetzt zwar enttäuscht, aber ich komme schon damit klar. Ich auch. Was knirschen gehört? Oh, Helmut. Ach, komm mal da. Hey, du hast mein neidliches Detektiv-Outfit geschickt. Ich hab's gleich angezogen. Es passt wirklich gut und ist total bequem, wie du sehen kannst. Strax gehre. Danke, Claudi. Egal, du willst doch sicher was. Also, worum geht's? Was ist los? Die Farbe, die auf deinem Sach saß, sie war ziemlich dreckig. Also, ich hab's da angestrich. Okay, die war schwarz, ne? Super. Kein Problem, wie auch immer. Scheint ein Dach grün gestrichen. Das ist die einzige Farbe, die ich hot. Ich glaube, grün ist kein Problem, Schatzi. Du bist grün, ich bin grün. Hinter der Ohren. So, ist die da hin? Ach, guck mal da. Hallo. Nein, ich möchte nicht. Sag dir es zum letzten Mal. Du garstiges Wesen. Geh weg, Baby. Oh, warte, wo ist es bloß? Ich dachte, es wären wieder eine dieser komischen Galettaschenlöcher verkaufen. Baby, also was? Was willst du? Sprich mit mir. Hey, hast du herausgefunden, wenn man diese kleinen fiesen Riesentiefer fängt? Ich schaffe es einfach nicht. Diese blödes Viech entwischt mir immer. Du musst mir dein Geheimnis verraten. Im Austausch dafür zeige ich dir, wie man prima Kakerlaken zerquetschen kann. Für die Deibel. Gib mir deine Schadencreme-Füllung. Wieder mal Zeit hier. Ach nee, ich hab nur eins. Alles andere sind. Ja, okay. Huch. Wieso zum Geier hab ich den Marienkäfer nicht gecheckt? Ich hab extra nach Bildern geguckt, was mir fehlt, und dann habe ich erst nach den Namen geguckt. Hey, Claudi, wie geht's dir an diesem schönen Tag? Ernährst du dich auch vernünftig? Du musst wissen, dass ich vor kurzem eine Diät abgebrochen habe. Ja, ich schäme mich allerdings nicht dafür. Ist doch wahr, ist doch mein eigenes Pech, wenn ich meinen Körper ruiniere, oder? Und übrigens, bin ich auch so schön genug. Stimmt's? Komm mir doch gleich mal zusammen. Was kann ich für dich tun, Bebe? Sprich mit mir. Darf ich dich mal um Rat fragen? Ich habe vor nächste Woche mit meinem Freund zusammen zu picknicken. Und ich dachte, wir könnten Rühreier und einen Cola-Mix mitnehmen. Cola-Mix? Also, es gibt kalte Kaffee, das ist Cola mit Fanta, also Orangenlimonade mit. Ja, Cola halt, ne? Wie heißt denn das andere Zeug? Mezzomix ist Alkohol mit Cola, oder? Glaube ich. Ich glaube Bier mit Cola, oder? Ach, Scheibenkleister weiß ich gar nicht. Ich hatte letztens einen 6er-Pack Cola in der Hand, den habe ich nochmal zurückgestellt und habe mir Orangensaft geholt, weil ich das mit meinem Sprudel gemischt habe. Das ist genug Limo. Ist aber leider von Valensina der Orangensaft gewesen. Der war nämlich im Angebot, dachte ich, ach komm, nimmst du mit. Aber der hat so komische Klumpschen unten auf dem Boden gehabt, als ich nicht richtig geschüttelt habe. Das fand ich sehr unangenehm. Überaus unangenehm. Der Direktsaft aus dem Aldi ist leider in der Plastikflasche. Wenn der im Glas wäre, wäre ich die Erste, die es kaufen würde. Und wo kaufe ich normalerweise meinen Orangensaft? Im Kaufland, und zwar das Fairtrade-Zeug. Das ist zwar teurer, aber ich habe da ein besseres Gefühl. Direktsaft, wie gesagt, wäre mir lieber, aber das kannst du heute
vergessen, wo kriegst du das heutzutage? Also jedenfalls nicht in den Läden, in denen ich so verkehre. Ich müsste vielleicht mal in so ein bisschen teurere Läden gehen, aber pff, extra wegen Orangensaft? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Rühreier gehen immer, aber Cola dazu, ich weiß nicht. Cola macht so einen ekelhaften Film auf die Zähne. Und zwischen Rührei essen und Cola, die Zähne putzen, ist auch irgendwie eklig, weil Rührei mit Minzgeschmack, Was meinst du dazu? Passt es gut zusammen, Baby? Ist mir egal. Okay, bei lecker freut sie sich, bei Igitt kriegt sie einen Anfall, bei mir egal kriegt sie wahrscheinlich auch einen Anfall. Wie gemein! Du verhältst dich ja nur so locker, weil du eifersüchtig bist, Baby. Aufs Rührei? Geh ins Spiel mit den anderen, deine echt albernen Spielchen, du Riesenbaby. Ha, versuch's nur. Mit dir will ich sowieso keiner spielen. Ganz vergessen, Baby. So, was ist denn das für ein Haus? Hennis, ne? Hennis, der steht da unten hier rum und guckt sich den Fisch an. Hey, guten Tag. Ich bin heute total überdreht. Hallo, bist du gut drauf? Bist du gut? Oh ja. Oh, wirklich super in Ordnung. Voll cool. Ah, genial, da bin ich super so spitze weiter. So. Sag mal, Claudia, was gibt's Neues? Ich hab Langeweile. Kommst wie gerufen, Claudia. Ich kann mein Haus nicht aufräumen, weil mir diese Wolbeliner ständig im Weg ist. Kaufen sie mir für. Boah. Ja, komm. Fantastisch, Leute. Du willst wissen, was wirklich passiert ist? Nein, ich will das mit den Kakerlaken nicht wissen. Also ein paar Kakerlaken krabbeln heraus, als ich die Möbel verstellt habe. Darum habe ich mich entschieden, ein paar Sachen loszuwerden. Oh ja. Du solltest ab und zu ein wenig bei dir aufräumen. Ja, ich glaube, ich sollte öfter mal in mein Haus gehen. Sonst kommen die Viecher da auch, glaube ich, wieder. Okay, Jens verduftet. Hallo, Steuerfahndung. Haben Sie was zu verzollen? Was zum Claudi? Boah, langsam. Du sprichst viel zu schnell. Ich geh irgendwo hin. Worum geht's? Ich frag mich, was Luki zurzeit alles so isst. Dieser Mensch aß Früchte, als ob es bald keine mehr geben würde. Ja, Luki war ein guter Kumpel von mir. Natürlich stritten Luki und uns die ganze Zeit. Warte, nein. Es war anders. Wir redeten die ganze Zeit, Baby. Dieser Quarktisch. Hat er gar keines Mal, kein einziges Mal hat er mit dir geredet. Das weiß ich ganz genau. Ich habe etwas ausgegraben. Guck mal, es ist ein Fossil. Ja, und ich habe keinen Platz in der Briefe. Ich könnte ja mal irgendeine Fontäne. Ach, guck mal, da, der hat einen Ball. Er hat einen Ball. Er hat nämlich einen Ball gefunden. Marlene und Claudi, du siehst aus wie das blinde Leben, Baby. Ja, du siehst super aus. Hä? Nicht so gut wie ich? Nun, das ist eine sehr seltsame Antwort, Baby. Aber irgendwie cool. Hey, sag an, was kann ich für dich tun, Baby? Was ist so los? Es ist heute so sonnig. Spürst du die Hitze? Sehe zu, wie ich die Hitze absorbiere. Durch die ich meine Superkraft. What the heck? Sweet. So, wie kriege ich die jetzt wieder da hoch? Claudia war es, die den Ball wollte, nicht wahr? Das Problem ist, ich muss den jetzt da irgendwie hochboxieren. Das klappt nur bedingt. Ich glaube, das hat nur ein einziges Mal gefunzt. Und dann nie wieder. So. Gut, 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 gut. Banjai! Ja, es hat gefunzt. Geil. Jetzt muss ich nur noch über die Brücke. Über sieben Brücken musst du spielen. Sieben dunkle Wege. Okay, jetzt
okay. Vielleicht treffe ich sie ja. Während ich das hier so. Shit. Gut, das hat dann nicht so geklappt. Bringen wir mal den Krabbler zu Eugene. Eugene ist so ein wunderschöner Name und auf Deutsch Eugene. Wie schwedisch, ich bin so schläfrig. Nein, Güte, ich bitte vielmals um Entschuldigung, es tut mir schrecklich leid. Ich fürchte, ich bin eine Nacht-Eule. Ja. So, kommen wir zum Wesentlichen. Es gibt vielleicht etwas, was sie für, was ich für sie tun kann? Item schliffen? Na super, ist vorzüglich. Welches zweifellos unschätzbar wertvolle Exemplar haben sie für uns verbraten? Ja, nun, ja, unsere Sammlung erhält bereits einen Marienkäfer. Ups. Ein flinker kleiner Lümmel. Wenn ich mich recht erinnere, Claudie, stifteten sie ihn selbst. Ekliger kleiner Krabbler. Verzeihung, aber, nein, lassen Sie dieses Zabbeling-Biest nicht heraus. Das ist unmöglich. Nein, absolut nein. Ich will nichts damit zu tun haben. Ausnahmslos, alle Insekten müssen außerhalb des Museums freigelassen werden. Ich gebe ihn wieder zurück, aber bitte, ich appelliere an Sie, stecken Sie ihn weg, bevor er entkommt. Arm Kerl. Ich hätte schwören können, dass ich das noch nicht hatte, das Vieh. Ich dachte wirklich, das letzte Mal wäre 7 gewesen und jetzt bei 6 wäre es tatsächlich. Ja gut, okay. Ich habe, wie gesagt, ich habe mir es ja aufgeschrieben, also von daher sollte ich mir selber dann auch mal vertrauen. Nö. Ach, weißt du was? Ich fahre jetzt zu Marius in die Stadt. Ein Glück, dass ich nachgeguckt habe. Es ist nämlich nicht Utgard gewesen, wie ich mir dachte. Es ist Asgard, wo Marius jetzt lebt. Ach ja. Und wenn ich dann mal zurückkomme, dann werde ich den Ball nochmal neu suchen. Dann aufgeregt sein. Das Spiel ist ja zum Entschleunigen, ne? Und das Laden und Speichern und das dorthin fahren. Das ist eher ehrlich gesagt was an meinen Nerven nagt. Ich finde es sehr lästig, dass ich hier so ausgebremst werde. Eine Zugfahrt, die ist lustig. Eine Zugfahrt, die ist lang. Der Blick schweift sofort hinten an der Tür und wir sehen einen Kater, einen verdächtig aussehenden Kater. Es gab mal einen Film mit, wie hieß der? Danny DeVito. Schmeißt die Mama aus dem Zug. Kate Mulgrew hat da mitgespielt. Mulgrew? Aus Voyager. Captain Janeway. Janeway Voyager. Captain Janeway. Captain Catherine Janeway von der Voyager. So.
Mulguru. Ich habe mich immer gefragt, wie das ausgesprochen wird, weil ich habe immer Mulguru gesagt. Ich weiß gar nicht warum. Kein Plan. Warum? Weil ich hatte ja Englisch in der Schule, aber egal. Die Katze sieht aus, als hätte er einen Stringtanga an. Ich weiß auch nicht. Es ist mein merkwürdiges Hirn. Ich weiß, ich habe niemand anderen, den ich dafür verurteilen könnte, als mich selbst. Aber es sieht echt aus, als hätte er einen Stringtanga an. Ich kann ja nur froh sein, dass es mir erst beim dritten Mal hingucken aufgefallen ist. Wenn es beim allerersten Mal gewesen wäre, dann hätte ich schon an meinem Verstand gezweifelt, ne? Aber, ja. Ist so ein freudscher Vergucker, ne? Es muss eine Bedeutung haben, dass du da einen Stringtanker siehst. Eine ganz tiefe Bedeutung mit deiner Arbeit. So. Verkehrt. Sieht's ja auch so aus, ne? Wenn ich das mache, nicht mache, macht's keiner. So, wo ist denn Marios Haus? Junge! Junge! Dein Rotzfähnchen! Ich schwenke die weiße Fahne! Mein Freund! Hey, Clowny! Ich bin von uns umgezogen, deshalb bin ich so durcheinander. Ich bin vielleicht ein Spinner, aber versuche es auszuhalten, damit umzugehen, Mu. Wer was? Also, was willst du, Mu? Du hast was vergessen. Hey, mein Taschentuch. Wie kommst du denn da dran, Mu? Ich dachte, ich hätte es beim Garçon liegen lassen, als ich aus Utgard weggezogen bin. Ach, wir sind ja selber im Utgard. Ja, okay. Ich komme mit meinen eigenen Städten durcheinander. Utgard sind wir, Midgard ist die Zweitstadt und Asgard ist die allererste Stadt. Oh, das stimmt. Du hast dich auf den weiten Weg gemacht, nur um es mir zurückzugeben. Cool. Stimmt, ich gebe dir Sternis. Du hast dir sie redlich verdient. Hey, das war ja nur eine Kleinigkeit für dich, aber jetzt werde ich immer um deine Hilfe bitten. Das ist Asgard. Hier gibt's keinen Konrad. Kein Konrad. Hier ist ein Wölfchen. Das ist ein Fräschlein. Schweinchen. Birte ist ein Bärchen. Edith Schaf. Raphael ist, glaube ich, ein Frosch. Nathan ist auch ein Bär, Thorsten ist ein Bär, Sandra ist das Straußentier, Bäda ist eine Kühe, Doris ist ein Hund, Clara ein Hörnchen, Emil ein Pferd, keine Ahnung. Ein Hund. Ja.
nicht in der Lade. Ach, mich juckt's überall. Ich habe eine Wollweste an, aber ein T-Shirt drunter. Gestern hatte ich einen Pulli an mit langen Armen, da war das kein Problem. Aber jetzt juckt mich die Weste. Also die kratzt eher sogar. War schon ein bisschen unangenehm. Und nein, es liegt nicht daran, dass mir jemand was erzählt hat, was ich jetzt nicht so lecker fand. Man kennt das ja vielleicht, ne? Wenn irgendwelche befreundeten Eltern einem erzählen, dass die Kinder im Kindergarten sich Läuse eingefangen haben, was ja heutzutage absolut, also jemand, der sich nie Läuse im Kindergarten einfängt, also ich weiß nicht, was die da tun, aber das ist, also ich glaube, es ist nur möglich, wenn du keine Kinder im Kindergarten hast, dass das nicht passieren kann. Das Herzchenbett? Weiß ich jetzt gar nicht. Und mir wurde dann was erzählt, was ich, wie gesagt, nicht so lecker fand. Und ich dachte mir, ach, guckst im Internet nach. Je mehr Infos du hast, desto weniger musst du dir Sorgen machen. Es hat leider gar nicht funktioniert. Es ist sogar noch schlimmer, wurde es. Also, ja. Okay, hier war. Deswegen, also jedes Mal, wenn es mich jetzt juckt wegen, oder beißt und kratzt und wegen irgendwas, habe ich ganz, ganz schlimme Dinge vor Augen. Ah ne, das Bett habe ich schon. Vor allen Dingen, es ist ja etwas, ne, also Läuse haben ja auch so ein Klischee von wegen, das hat was mit Unsauberkeit zu tun, was Quatsch ist. Also wie gesagt, das kann so ruckzuck, kannst du das kriegen. Vor allen Dingen halt, wenn du Kinder im Kindergarten hast. Das passiert halt. Und, jo. Ja gut, kann man verkaufen. Und es bringt auch viel, viel Sternis, von daher freu dich. Geruiden sind doof. Deswegen, jetzt wo ich schon wieder so ein bisschen mit meiner Neurodermitis zu kämpfen habe, das ist total irre. Ich hatte die ganze Zeit gar kein Problem mehr. Es hat im Sommer unfassbar lang gedauert, bis es weg war. Ich weiß nicht, ob es an der absoluten Hitze hing oder ob ich irgendwie wieder was gegessen habe, was ich nicht hätte essen sollen. Aber es war richtig, richtig, richtig lange hat das gedauert. Und jetzt, wo es so die ganze Zeit so arschkalt war, ist es wirklich, wirklich gut geworden. Aber mittlerweile fängt es schon wieder an. An der Hand. Ich habe den dummen Verdacht, es hat was mit dem Dip zu tun, den ich letztens gegessen habe. Aber ich weiß es halt nicht so 100%, weil ich kein Essenstagebuch führe. Mein Gott, so schlimm ist die Neurodermitis ja nicht, ne? Aber es nervt halt wie Sau ohne Ende. Vor allen Dingen, wenn ich dann halt dieses andere Szenario im Kopf habe. Andererseits, die viele Infos nachzulesen, hat auch wieder ihre Vorteile. Ich weiß jetzt, dass das Wort Krätze und Räude im Grunde genommen dasselbe ist und dass der offizielle Name Scabbies sind. Das ist, ja. Und ich weiß jetzt mehr über das Zeug, als ich wissen wollte.
und dass diejenige, die es hatte, fast hätte dran sterben können, weil es nicht diagnostiziert wurde, da es so schwer zu diagnostizieren ist. Andererseits, wenn du heute Krätze hörst, denkst du an Mittelalter und an schon längst ausgerottet und so. Ja, nee, eben nicht. Sehr seltsam. Ja. Oh, ja. Das wäre doch furchtbar unheimlich. Ja, ist es. Also, jetzt, wenn ich das sage, ja, komm. Lass mich mal ein bisschen von dir wieder rund machen. Oh, er ist ja nett. Das letzte Mal, als ich das gesagt habe, hat er sich über mich lustig gemacht. Ich werde dich rot im Gesicht. Du hast den Trinktanke an. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer hier wegzieht. Hoffentlich nicht derjenige, dem ich die Post von Marius gebracht habe, Gaston. Das wird doof. So, jetzt muss ich mal noch den Ball suchen gehen. Beziehungsweise ich muss noch Post wegschicken. Ein gelbes Outfit. Schaffen ihr mal was. Hier liegt die ganze Zeit der Post rum, Mensch. Da ist er. Und er wäre sogar mal auf der richtigen Seite. Schön. Im Sinne von nicht schön. Ich hätte den Baum einfach wegfällen sollen. Ach, meine Ohr. Bin ich schon wieder eigentlich voll hier. Claudi. Was war das, Claudi? Bist du übergeschnappt? Der Brief hat einfach keinen Sinn ergeben. Ich hatte mich so gefreut und war dann beim Lesen total enttäuscht. Halt durch, Hennes. Hä? Habe ich irgendwo einen Punkt übersehen oder was?
Ich schreibe doch immer Server. Anklaudi, sag mal, willst du mich veräppern? Findest du es lustig, Briefe zu schreiben, die keiner versteht? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Hä? Oh, ich habe bestimmt vergessen, überhaupt was reinzuschreiben. Ich habe die wahrscheinlich einfach nur adressiert. Hör zu, Claudi. Du, ich wollte dir nur sagen, wenn du jemand einen Brief schreibst, dann ist es nicht schlecht, wenn der Brief irgendeinen Sinn ergibt. Hast du das kapiert? Geh weg, Bolle. Shit. Ich hab vergessen, dir da was reinzukäsen. An Claudi. Danke für den Brief. Das ist der Hammer. Ich habe ihn nicht verstanden. Schreib doch beim nächsten Mal etwas einfacher und klarer. Das wäre cool. Peace. Prinz. Der ist wenigstens nett in seiner Rüge. Okay, Helmut, dem habe ich einen richtigen Brief geschrieben. Hallo Claudi. Ich habe deinen Brief gelesen. Ein genialer Brief. Ich habe eingekauft, sogar was für dich. Komm her, das wäre schön. Beste Grüße von Helmut. Achso, den hatte ich ja schon angequatscht, ne? Der hat sich ja schon fürs Detektiv-Outfit bedankt. Gut, kann ich den halt nochmal schreiben. Jummi laufen. Und das schöne grüne Dach. Ja, schlimmer als schwarz kann es nicht sein. Obwohl, wenn demnächst Schnee liegt, wäre weiß auch ein bisschen schräg. Unnötig. So, jetzt kann ich erstmal den Schammers hier verkaufen und auf dem Weg dahin hoffe ich, stimmt sich nicht. Ja gut, wenn sie jetzt reingeht, ist es eh egal, wenn ich einen Ball finde. Dann überhaupt nichts. Ne? Kann ich genauso gut wieder aufhören. Ich hoffe, ich komme jetzt mindestens über 25.000, weil mir jemand vorhin 3.000 aus seinen Taschen geleiert hat. Naja, immerhin kein Verlust. Immerhin kein Verlust. Ja, ich war schon mal dran, glaube ich.